So, jetzt bin ich fast so weit wie vorher, aber ich habe einen kleinen Weg. Ups, 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 ups. Mann! Würde ich nicht in der Mitte stehen dabei, dann wäre das ganz in Ordnung. So, jetzt und jetzt und jetzt geht's fast. So, da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, da drauf. Wunderbar. Was für eine Verarsche! Ich muss mit dem letzten Schritt auch die Plattform verlassen. Das ist sehr ungünstig. Das gefällt mir nicht sonderlich gut, so. Boah, ich krieg hier schon wieder einen Tunnelblick, wenn ich da nur drauf gucke. Wunderbar. Geht doch. Nicht gleich so. Du fandest Tinte, wuhu. Du fandest Feuer-Chris und du fandest Eis-Chris. Sag ich doch. Schauen wir hier. 4 rotierende Würfel. Falls du das passende Paar findest, dann kommen wir gleich in den Raum, wo wir das sehen. Gut, Feuer-Chris und Eis-Chris, das sind. Uah. Nein, 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 nein. Munition für Momo, allerdings schwerer. Schwächer. Machen aber Feuer, Flammen oder Frostschaden. Also Feuer oder Frostschaden. Und hier drin ist erstmal ein Kampf noch, bevor ich hier rauskomme. Ja, die Dinger haben... Ja, genau, geht's noch ein bisschen übertriebener. Die Dinger haben auch verschiedene andere noch Eigenschaften. Nämlich... die braucht man später für was. Nein, nicht Schutz, ich wollte besteigen. Für die Viecher lohnt sich das hier. Eis haben die gemacht, ne? Ja. Die Dinger braucht man später noch, denn das sind nicht nur Waffen, sondern auch noch andere tolle Sachen, die, wie gesagt, wir später sehen. Aber nicht allzu viel später, also kommen wir bald drauf. Wobei ich würde sagen, ich benutze diese Teile nie als Holler, die Waffe. Ich sag's dir, die machen ordentlich Schaden. Ich benutze die Dinger nie als Waffen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie als Waffen zählen für diesen Meister. Ja, schön, Eis. Ja, es macht dann mein Drachen auch ordentlich Schaden, weil er Feuer ist. Heil dich mal, Nina, du bist auf 1. Ich weiß, Momo kann auch heilen, aber Momo ist immer langsamer. Flammen... Ja, gehe ich das Risiko ein und denke, hoffe, dass Momo den Ork tötet und ich damit den Gi... Ach, ich mach's einfach so. Dann seht ihr auch mal die Flammenklaue. Falls ich sie noch nicht gezeigt hatte, ich weiß es nicht mehr. Aber dann sehen wir den schönen Schaden der Flammenklaue gegen ein Viech. Boom. Zum Glück habe ich geheilt. Und natürlich hatte noch einen HP übrig. Ja, Momo, du bist erschöpft. Und stirbst. Nein, du stirbst nicht. Aber jetzt stirbt der komische Typ da oben. 101. Das nenne ich ordentlich, oder? So, mach eine Platz. Er hat nur noch einen Lebenspunkt. Denke ich doch mal. Wups, wups. Und 62 Erfahrungspunkte. Ich hätte es noch ein bisschen mehr übertrieben mit den Gegnern. Übrigens hätte ich noch mal so gesagt, aber lassen wir es. Ja, ich nehme Heilkräuter jetzt, sonst ist Mana zu schade. Mana, Magie, alles das Gleiche. Wir wollen höher. Wups, so. Jetzt sind wir in dem Raum, wo wir eben die ganzen Orks standen. Wupp, wupp, wupp. Und ja, schön. Na gut, da sind schon 2 von den Viechern wieder. Heilsturm! Momo macht den da platt. Und Rio, ich würde ja sagen, prüf mal wegen Dings, aber das ist mir zu wenig einfach, wie die das einsetzen. Ja, geiler Effekt, finde ich. Und zieht auch jede Menge ab gegen die Viecher. Und wann sehen wir das mal endlich? Eine schönere, bessere Frostattacke. Ja, was üblich. Und er macht es natürlich genau danach. Naja, wurscht. Geh du auch noch los. Nein. Am Drache und darf jetzt endlich auch nochmal. Ne, war schon. Okay. Hau den da.
hau den da und du haust den da platt. Bitte treffen alle, damit die Runde vorbei ist. Dumm, ja, die Attacke ist mein bester Freund. Oder? Ich finde sie klasse. Boom, tot. Mann, ihr werdet richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. So, wenn ich hier raus bin, werde ich aber dann leveln. Da jetzt geht mir das auf den Zeiger. So, hier haben wir den tollen Würfelraum. Wie war das? Wir wollen das gleiche Paar finden. Lass mich überlegen. Ich würde sagen, der hier vorne. Der sieht genau identisch aus. Ja. Er sieht aus wie ein Schalter. Willst du ihn drücken? Blups. So, bitte sei richtig. Wäre aber falsch. Obwohl der Würfel genau... Und ihr seht, wo ich gelandet bin. Moment. Da oben ist die Tür. Da oben können wir pennen. Und dann mache ich eine kurze Pause, um zu gucken, ob die Aufnahme ordentlich ist. Oh. Ich hau jetzt mal ruckzuck drauf und probiere dann mal rum, ob das was bringt. Ja, die... Oh, die sind verwirrt dadurch. Okay, hätte ich das vorher gewusst, dann wäre das toll gewesen. Der haut den das mal. Okay, merken für die Zukunft, auf Elektroviecher immer Ruck. Bitte mach nochmal Ruck. Bitte greift den da an und Brederio tötet den endlich da. Gut. Macht ordentlich Schaden. Besser als normal. Dieses Stumpfen die ganze Zeit und dann... Ja. Ich brauch Kohle! Was geil ist, ich bin unten gelandet jetzt wieder und hier, naja. So, einmal eine Runde pennen, Runde speichern und dann sehen wir uns gleich wieder. Yo. Also mich da wieder voll geheilt und sowas. Und zwar eben meine Heilkräuter am Arsch, aber lass gut sein. Jo. Da unten bitte. Wieder die Nummer 3. Okay. Gut. Wie gesagt, ich mache eine kurze Pause, schaue mir die Aufnahmen an, ob die in Ordnung sind. Ich hatte letzte Tage Probleme mit den Go-Go-Eggman-Sachen, die irgendwie von der Tonspur verrutscht sind. Deswegen schaue ich jetzt mal nach, ob es besser läuft. Also bis gleich.